Also, liebe Leute, wer sich wundert, warum der Vlog davor quasi endet mit der Szene, wo ich am Boden sitze, in derselben Kleidung und jetzt auch mit dieser Szene anfängt, wundert euch nicht, ich sitze am Boden und ich mag es eigentlich, am Boden zu sitzen. Ich weiß nicht warum, aber es entspannt mich. Und die Klamotte hier, das ist einfach meine Daheim-Chill-Klamotte, vor allem nach dem Beten. Und da ich ja Kopftuch für die Kamera aufsetzen muss, müsst ihr euch wahrscheinlich dran gewöhnen. Ja, jetzt ist quasi kurz vor 7 und ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich mich nochmal schlafen legen soll oder nicht. Aber irgendwie macht es auch keinen Sinn. Weil ich glaube, dann werde ich noch müder sein, als ich jetzt eh schon bin. Deswegen trinke ich jetzt lieber einen Kaffee. Und ich muss eh noch was am PC vorbereiten, was ich jetzt nicht verraten kann. Aber vielleicht irgendwann. Und ja, dann werde ich frühstücken und ich überlege jetzt auch schon die ganze Zeit, ob ich zum Sport gehen soll oder nicht. Aber heute der Kurs, der wäre so hart. Das wäre Boxfitness, eine Dreiviertelstunde lang. Und ich glaube, ich würde dann sterben. Und dadurch, dass ich noch auf die Arbeit gehen muss, weiß ich nicht, ob ich das tun soll oder nicht. Naja, ich bleib mal am Überlegen und halte euch auf dem Laufenden. Hello again. Ich muss immer schauen, dass man das Chaos hier nicht so dolle sieht, weil ich habe da hinten einen Riesenpack an Chaos, wo ich ein soziales Experiment mitmachen möchte. Aber bleibt gespannt, ich werde das inshallah filmen und auf YouTube hochtragen. Ich habe nämlich bald Urlaub, gell? Und jetzt habe ich mir gerade eine To-Do-Liste geschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut gemacht habe oder nicht. Ich muss sagen, ich bin so ein extremer Planer. Ich liebe es zu planen. Und meistens ist es aber so, dass ich den Plan jetzt nicht zu 100% schaffe, weil ich mich, glaube ich, verüberplane, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Und ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben mit 30 oder knapp 30, ich glaube so 29, 30 Dinge, die ich während meinem Urlaub machen möchte. Und es ist jetzt nicht so, dass ich 4 Wochen Urlaub habe, sondern echt eine geringere Anzahl an Tagen. Irgendwie ist mein Urlaub nie so wirklich Urlaub, sondern eher immer Organisation und dies und jenes machen. Ding, wer von euch kennt das? Und ich bin gespannt, ob ich die Sache überhaupt schaffe. Ich habe jetzt schon überlegt, wie viele Dinge ich von der To-Do-Liste pro Tag abarbeiten muss, damit ich es überhaupt nur annähernd schaffe, meine 30 To-Do-Dinge einzuhalten. Also das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist, ich mache heute übrigens Chilling, ich gehe doch nicht zum Sport, das tue ich mir halt echt nicht an. Ich werde inshallah im Laufe der Woche nochmal gehen, weil ich versuche immer zweimal zu gehen. Manchmal klappt es eben nur einmal, manchmal gar nicht. Und wenn ich echt gut dran bin, klappt es zweimal. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, okay, heute gehe ich nicht, obwohl ich könnte, dass es dann den Rest auch gar nicht klappt. Wisst ihr, was ich meine? Also oft denkt man sich ja, jetzt könnte ich das und das machen, aber ich habe doch noch Zeit und dann hat man eben gar keine Zeit mehr. Und das ist irgendwie blöd. Aber intern werde ich es jetzt noch einmal die Woche schaffen. Stattdessen habe ich eben gefrühstückt, mir ein bisschen Chilling gemacht, eben die Sachen hier versucht zu organisieren. Ich plane mir auch immer den Monat. Also jetzt, heute ist ja der 31., also morgen ist ja der 1. November und demnach versuche ich jetzt den Monat schon mal vorzuplanen, zu schauen, wie arbeite ich den Monat so, welche To-Dos habe ich für den Monat geplant, wie organisiere ich das alles oder manchmal schreibe ich mir Notizen in meinen Handykalender, dann muss ich die noch in meinen normalen Kalender hier übertragen, damit ich einen Überblick habe, weil manchmal stehen hier To-Do-Sachen drinnen, aber nicht im Handy, dafür umgekehrt und dann überschneidet sich's und es ist blöd. Und deswegen, ja, bin ich da voll am Planen, aber vielleicht kennt ihr das ja. Und ansonsten werde ich jetzt nichts mehr Spektakuläres machen, außer weiter planen. Und danach muss ich erneut, ah ja, wollte ich das Video von gestern schneiden, wenn ich das Internet noch schaffe und dann nochmal was mit Bildern machen. Genau. So Leute, ich wollte euch mal zeigen, was ich jetzt zu Mittag esse. Das ist quasi die, ja, Lasagne, würde ich es jetzt mal nennen, die ich gestern gekocht habe. Sieht jetzt nicht mehr so appetitlich aus, weil es auseinandergefallen ist. Aber dann habe ich mir jetzt noch einen Kuchen gekauft, so einen Apfelkuchen. Ich hoffe, dass der schmeckt. Den Kuchen habe ich heute schon ausgedruckt, da bin ich sehr stolz auf mich. Und ich werde jetzt dann noch mein Video nochmal nachschauen. Beziehungsweise das ist online und ich möchte es jetzt einfach nochmal anschauen, ob alles soweit passt. Und ja. So verläuft der Mittag bei mir. Hallo ihr Hübschen! Ich habe den ganzen Vormittag eigentlich nichts außer Papierkram gemacht, beziehungsweise habe ich mich erkundigt, zwecks ja Studium und so. Wie ihr wisst, ich habe dieses Jahr keinen Studienplatz bekommen. Und jetzt habe ich mich halt so ein bisschen nach Alternativen erkundigt. Und ja, ist alles ziemlich anstrengend. Mein Kopf platzt auch gleich, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt echt so ein mega Mittagstief, vor allem nach dem Essen. Jetzt muss ich eben leider auf die Arbeit. Da brauche ich erstmal einen starken Kaffee.
so gut ich das eben vertrage und hoffe, dass die Arbeitszeit gut rumgeht. Ich finde das Positive an der Winterzeit, weil eigentlich mag ich die Zeitumstellung überhaupt nicht und habe mich darauf gefreut, dass sie endlich aufgehoben wird. Aber wenn ich das letztens richtig in der Zeitung oder in den Medien mitbekommen habe, zieht sich das ja bis 2021 und das finde ich irgendwie total unverschämt, weil das übelst auf den Biorhythmus geht. Ich meine, ich bin da, glaube ich, ziemlich empfindlich geworden durch den Schichtdienst, weil ich im Dreischichtsystem arbeite und da mein Biorhythmus eh schon, ich sage jetzt mal, keine Routine hat. Und jetzt durch die Zeitumstellung, es wird eher dunkel, depressive Stimmungen nehmen zu. Ist alles irgendwie nicht so cool. Aber das tatsächlich Positive an der Zeitumstellung ist für mich, dass die Gebetszeit so zwischen, also für Sabah Namaz, fürs Morgengebet, so zwischen 6 und 7 ist. Und da mag ich es tatsächlich aufzustehen. Also ich mag es, um die Uhrzeit aufzustehen und dann bin ich meistens auch relativ fit, um da auch wach zu bleiben. Auch wenn meine Augenringe was anderes sagen, die man übrigens sieht, seitdem ich keine Brille mehr trage. Aber naja, das ist das Positive. Und ich habe echt immer das Gefühl, wenn ich es schaffe, zum Morgengebet aufzustehen, dass der Tag dann viel besser abläuft und auch viel langsamer abläuft. Also ich habe das Gefühl, viel mehr Zeit zu haben, weil es einfach irgendwie, die Zeit fühlt sich bereketle an. Für alle, die Türkisch sprechen können. Für alle, die dies nicht verstehen, bitte googelt's. Ich kann das nicht so erklären. Aber naja, jetzt habe ich mich wieder vollgetextet und ich weiß nicht, ob ich mich nach der Arbeit melde. Falls nicht, sage ich jetzt schon mal, vergesst nicht, mir einen fetten Daumen zu hinterlassen und ein Abo würde mich freuen. Und kommentiert gerne meine letzten Videos, würde mich sehr, sehr freuen. Und inshallah, bis bald. Bye!